Eine gute Sache, das habe ich auch schon mal gemacht. Aber wenn weil man dann Vertrauen gewinnt bei den Frauen. Ja, aber in einer Ritterrüstung. Naja, wenn er so ein Kind macht in einer Ritterrüstung, dann wird es kein Tortenbaby, dann wird es eine Dose. Ich weiß überhaupt nicht, was ihr wollt. Ritterrüstung und Pferdemaske. Helmut Kohl hatte Sex mit seinem Körper und Hannelore. Außerdem, das ist falsch. Ritterrüstung und Pferdemaske, das ist falsch. Geklappert hat nur sein dünnes Gestell und die Pferdemaske war sein Gesicht ohne Mundschutz. Verstehst du? Und was mich noch fragen würde, hat der jetzt eigentlich da mit einem Kind oder einem Pferd? Oder doch mit einer Frau? Mit einem Pferd? Und hatte auch das Pferd eine Rüstung an? Was? Ich meine, es muss ja geklappert haben, wie verrückt. Die ganze Nachbarschaft war gemacht. Fragen über Fragen. Die eigentlich nur noch Gabi beantworten kann. Ja, also ich meine, das tut einem auch leid, das arme Kerlchen. Ja. Der ist durch seine 1000 Schönheitsoperationen so gesaubeutelt. Der hat so viele Löcher in der Nase, der kann schmerzfrei Flöte spielen. Ja. Ich hab gehört, er hatte nicht nur eine Ritterrüstung an, der hat auch noch Dudelsack gespielt dabei. Ja, es war, ich halt ihn fest, ich halt ihn warm, ich hab den Sack wohl unterm Arm. Ja, ja. Also, Gabi. Ja. Das Ganze ist in Sydney passiert, meine Damen und Herren, in Australien. Da wollen wir nicht bleiben. Wir kommen zurück in unser wunderschönes Land. Und da ist in dieser Woche vieles passiert, sehr vieles. Eine Schlagzeile, die mich überrascht hat. In dieser Woche, Dieter Thomas Heck schmeißt Dieter Bohlen aus seiner Sendung Melodien für Millionen, weil er seine Frau geschlagen hat. Und wie geht es jetzt, Frau Heck? Außerdem, Dieter Bohlen kommt er sowieso nicht bei Melodien für Millionen auftreten, denn sein Schlagzeug liegt im Krankenhaus. Ja. Karl, sei doch mal ehrlich, hast du mir nicht neulich erzählt, dass du auch mal deine Freundin geschlagen hast? Ja, das war eine Riesensauerei. Da war dann irgendwann ganz schnell die Luft raus und Beate Uhse wollte die nicht mehr umtauschen. Aber wichtig ist ja, dass es ja noch sehr harmlos ist, was der Dieter gemacht hat. Der wohnt ja in Tötensinn. Ich hab dich schon verstanden. Soll ich das noch mal erklären? Nein. Das würde zu lang werden. Aber auf dem Wege dahin würdest du es verstehen. Mike, erzähl Tötensinn mir. Oder Tötensinn nicht? Das ist die Frage. Nein, Dieter Bohlen, ich finde das nicht gut, dass auf den Mann so rumgehackt wird. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, seine Ex-Frau hält zu ihm. Sie sagt, das kann sich nicht vorstellen, dass Dieter sowas macht. Dieter ist eigentlich ein guter Kerl und so habe ich ihn auch kennengelernt. Er hat jetzt auch sein Gehirn der Wissenschaft für Experimente zur Verfügung gestellt. Was und hat er? Das Gehirn? Ja. Also gar nichts? Nein. Nein, er hat ja schon große Hits geschrieben, da muss man ja auch ein gewisses Restgehirn noch haben, irgendwie, selbst für diese Musik. Ja. Und das hat er also der Wissenschaft zur Verfügung gestellt für Experimente, das finde ich ganz toll, das machen die meisten Menschen erst nach ihrem Tod. Toll, Dieter, danke. Ich will auch noch mal sagen, also ein sehr enger Freund oder ich glaube sogar sein Produzent hat gesagt, er kann sich das nicht vorstellen. Also Dieter sehr schüchtern, zurückhaltend, eher ängstlich. Also ich weiß es auch, wenn seine Frau verreist war, schlief er gerne bei der Nachbarin. Also da glaube ich nicht dran, dass er gewalttätig war. Ja, obwohl der hat doch auch mal, der Modern Talking hieß hat ja mit so einer anderen verbrannten Bratwurst, hat er ja. Ja, da war immer sehr schön. Also die Musik, die war in etwa so, wie Billys Kantinen Essen schmeckt. Ne? Und ich meine, wenn der jetzt mal hier die ganzen Kerle mit wochenlang mit singerbedrissener Musik volldröhnet, ja, dann wird kein einziger Ehemann mehr hier in diesem Land sein eigenes Weib anrühren, schwöre dir. Ja. Wahnsinnige Idee. Gabi! Gabi, in solchen Momenten drängt sich mir natürlich die Frage auf, bist du, Gabi Köster, auch schon mal von Männern geschlagen worden?
Nee, nicht direkt. Das hätte doch nicht gelohnt. Die hatten ja alle ja nichts auf dem Konto. Oder? Das ist doch Quatsch. Hör mal, Gabi, die ganze Meldung ist falsch. Das ist überhaupt alles wieder falsch. Dieter Thomas Heck schmeißt Dieter Bohlen aus Melodien für Millionen. Falsch. Müsste heißen, Dieter Bohlen scheißt Melodien für Millionen und heckt auf seine Frau. Nein, nein, wir müssen das auch richtig sehen. Dieter Thomas Heck, ein Moderator, muss sich vorstellen, genau wie ich, sitzend vor einer großen Menge Leute, hat eine Verantwortung. Hat eine Verantwortung für uns alle, für uns, die wir bekannt sind. Dieter Thomas Heck wollte, dass wir diese Verantwortung tragen. Wir Stars müssen Vorbild sein, hat er gesagt. Ja, wie weiß er denn nicht, dass seine Alte da in Spanien immer noch auf der Müllkippe rumhängt, die Ex? Hip doch. Wir alle brauchen diesen Heckantrieb. Aber du sagst mir doch, dass Dieter Bohlen eigentlich in Bad Segeberg. Da soll er bei den Karl May spielen, Nachfolger von Pierre Briest, von Freddy Quinn, von Ingrid Steger werden. Und ich nehme alles in einem. Macht er. Da hat er wahrscheinlich sich auf Old Shatterhand vorbereitet, hat geboxt und dann ist bei dieser Probe vielleicht seine Frau da gerade reingeraten. Also ich kann mir das nicht anders vorstellen. Also ja, mach mir da Gedanken. Halbblut Apanachi. Ja, klar sagt das. Ne? Nun, ich muss sagen, ich war nie ein Bohlenfreund. Ich mag einfach kein Obst im Alkohol. Aber das ist nun nicht mehr das Thema. Mein Thema geht hier um eine Strafanzeige und wir sind weiter im Showbusiness und da geht eine Strafanzeige gegen die Toten Hosen wegen Bullenbeleidigung. Also wir, der Text, ich lese ihn mal vor, wir schießen 2, 3, 4, 5, beliebige Auswahl, Bullen um, wenn es nicht mehr anders geht. Gegen diese Zeilen auf der CD Tote Hosen erstattete ein Politiker der Stadtpartei Strafanzeige. Gut, ich glaube, er wohnt bei dir in der Nähe. Er wohnt bei mir um die Ecke, ja. Aber ist natürlich doof. Ich meine, es lief wochenlang lief im Fernsehen der Bulle von Tölz. Er hat auch nichts zu sagen. Ja. Und es ist typisch wieder dieses Profilieren von Politikern. Ja. Was ist eben Ruhe da? Und dann kommen ze met wat ganz kleiner. Wenn er nichts gesagt hätte, wäre niemand aufgefallen. Ja, und jetzt weiß jeder das, also war das dumm. Und so, aber es ist immer wieder, auch im Sommer, so im Sommerloch, da kommen die Politiker von, es darf nicht mit dem Handy Auto gefahren werden oder nicht rauchen am Steuer. Ja, mir wäre es viel lieber, wenn wir keine Steuer zahlen müssen, wenn wir rauchen. Ja. Das wäre mir lieber. Ja. Mir fällt nämlich ein, ich werde die auch noch anzeigen wegen Ruhestörung. Die Toten Hosen. Wir waren neulich im gleichen Hotel und dann habe ich die ganze Nacht überhaupt nicht schlafen können, weil die Mädels direkt unter meinem Fenster immer geschrien haben: Campino, Campino. Sag mal, woher wussten die, dass du bei dem pennst? Ja, die haben das, verweckt. Sie haben nicht gerufen Campino, Campino, haben gerufen Campari, Campari. Und das ist natürlich auch das Problem, dass das oft verwechselt wird, weil die ja diese ganzen Lieder machen, die Toten Hosen, über diese Getränke, Jägermeister, Bommelunder. Die singen ja eigentlich nur über Suff-Sachen. Da ist ja auch der Name, das ist eine Mischung aus Bommelunder, Jägermeister und Campari, Campino. Und das muss der jetzt ausbaden. Der kommt jetzt in den Knast natürlich deshalb, weil der Richter wird sagen, wer soll in den Knast? Campino, was sonst? Ja. Das ist ja auch eine Sache der Auslegung. Ihr wisst ja, ich fahre gern Träger, fahre bei uns auf so einer schönen Straße im schönen Schleswig-Holstein. Es überholt mich ein Auto mit 4 weißen Kotflügeln. Drinnen saßen 2 Herren mit einer weißen Mütze. Ich denke, das waren Eisverkäufer. Ich überhole die, die überholen mir, ich überhole denen. Plötzlich winkt mir einer raus, sagt der junge Mann, Sie haben im Überholverbot überholt. Ich sag, Moment, Herr Wachtmeister, es war ein Schild unter ausgenommen landwirtschaftliche Fahrzeuge. Sagt er, wieso das? Ich sag, bei euch saßen doch 2 Bullen drin. Ja. Im Ernst, jetzt ganz im Ernst, die Tierschützer rüsten auf. Ne? Wir hatten das Problem auch, nicht nur Bullen, sondern auch Taubenbeleidigungen werden von der Staatsanwaltschaft verfolgt. Der Heilige Geist in Form einer Taube und die Polizei in Form von Bullen werden vom Rechtsstaat viel zu wenig geschützt. Jawohl, deshalb Anzeige in beiden Fällen, rettet unsere Tauben Bullen. Ich meine,
aber die sind auch ganz süß. Ich habe ja den Capino hier gesessen, lecker Kerl, kann man sagen. Ich meine, die sind ja auch ganz brav, die singen ja jetzt nicht mehr, wir schießen 2, 3, 4, 5 Bullen um. Die singen jetzt, wir schießen 2, 3, 4, 5 Polizisten um. Ne? Und außerdem haben die mit einer Gegenklage gedroht, wenn man die noch mal als Musiker bezeichnen würde. Fand ich super. Die haben ja in 15 Jahren, muss schon direkt stop sagen, die haben in 15 Jahren sind die mit 2 Akkorden ausgekommen. Die brauchen bis heute keinen dritten dazu zu lernen. Das ist doch super. Ja. Können die einen Frau, mehr als ich, stell dich vor. Eine Frau, die so zu dünn ist, sagt man auch, die hat Bulimie. Hat das da was mit zu tun? Ja, nur, Carlo, wie nennt man denn einen weiblichen Polizisten? Einen weiblichen Polizisten? Ja. Das ist eine Bulette. Schön. Wenn die beleidigt, ist eine Bulettenbeleidigung. Karl, dann lässt nachher der Verband ein Bulletin raus. Bulletin. Französisch. Ja. Jetzt zieht er mal los. Ja. Ja. Oh, gibt es da noch eine Wortmeldung dazu? Nee. Nein. Abhaken, nächstes Thema. Gut, Katchen, schön, mach ich dir zum Gefallen. War was los letzte Woche? Zum ersten Mal wieder nach 7 Monaten gab es Wetten, dass mit Thomas Gottschalk. Man hat ihn kaum wiedererkannt, wenn man nicht gerade satt guckt. Tue ich ja nicht, hätte ich ihn nicht wiedererkannt. Ein Showereignis der Woche. Und es gab 15 Millionen Zuschauer. Und wer war noch da? Roberto Blanco saß im Publikum, habe ich gesehen. Das war Roberto Blanco. Ah, der hat gedacht, da spielt Boris Becker. Ja. Der Halle geehrt. Und ich saß mit Karl zusammen. Ich sag, weißt du eigentlich, warum die Sendung Wetten, dass heißt? Nein, sagt Karl. Ich sag, Wetten, dass Roberto Blanco wieder im Publikum sitzt. Ja, das ist ja. Das große Problem dieser Sendung ist ja die Saalwette, ne? Also das hat ja doch Thomas selber gesagt, nicht zu mir, der spricht ja nicht mit mir. Das verstehe ich gar nicht. Ich bin so nett, aber spricht nicht. Dabei bist du so ein netter Kerl. Ja, ich bin so reizend jung, aber ich wohne halt nicht in Amerika. Na gut, also das große Problem für ihn ist die Saalwette. Wir könnten, da wir doch wirklich gescheite Menschen sind, ihm doch ein paar Saalwetten empfehlen. Ganz einfach. Einfach, ja. Wetten, Sie finden keine 10 Holländer, die ohne Wohnwagen gespannt hier vor die Halle kommen. Nochmal auf unser Karlchen. Karlchen, wetten, dass Karl es nicht schafft, 10 Personen mit einem elektrischen Laubsauger auf eine Bühne zu bringen, die dann noch ein Lied singen von den Gebrüdern Blattschuss. Also diese Laub ist kein Thema mehr, weil ich sage, das war letzte Woche. Viel schlimmer ist, an diesem Wochenende gibt es das erste Glatteis. Und das sieht man nicht mehr so. Verstehst du? Nein. Bei Laub habe ich ja die Woche noch einen Trick angewandt. Ich habe einfach eine braune Hose angezogen. Wenn ich hinfiel, fiel das nicht so auf. Ja. Aber was mache ich bei Glatteis? Ja. Und wie sieht Karl wohl nächste Woche dann aus? Ja. Dann kriegst du einen braunen Gipsverband. Das sieht man dann auch nicht. Ja. Ist es denn mit deinem Bettnässen besser geworden? Ich möchte mich distanzieren. Er hat ihn was gefragt. Karl. Hier ist sogar kein Bett. Karl wird plötzlich ein feiner Pinkel. Ich habe auch noch eine leckere Wette. Ja? Wetten, ja, pass auf, jetzt ist gut. Wetten, dass sie es nicht schaffen, mit Karl Dahls Gesicht innerhalb von einer Minute 100 Eier abzuschrecken. Schluss machen. Jetzt ist es doch gar nichts. Geht ja weiter. Jetzt geht's Lisa, los. Bitte mal das Schild. Karl, dabei haben die Leute da drüben ja noch Glück, die sehen dich nur von hinten. Aber die müssen deine Fresse von vorne sehen. Ich muss bitte.
Ermäßigung, wenn ich das Haus nicht so lange verlässt. Wir hatten hier ein ernstes Thema, ein sehr Jesus-Thema. Wir wollen Thomas Gottschalk eine Saalwette empfehlen, nicht? Karl, Laubsache, du bist ruhig. Roberto Blanco saß im Publikum. Ja, das haben wir schon erwähnt. Mein Gott. Es war nicht Mike Tyson. Noch besser als ein schwarzes Loch. So, jetzt hier weiter. Lisa, deine. Wetten, dass es niemand schafft, Theo Weigel mit allen Haushaltslöchern auf die Bühne zu bringen. Ja, da bin ich auch noch. Wetten, dass sie es nicht schaffen, Jürgen Müllermann auf die Bühne zu kriegen, der dann 5 Minuten lang die Schnauze hält. Oder? Oder? Noch ein. Wette, dass sie es nicht schaffen, Michael Jackson auf die Bühne zu kriegen, der dann singt I Did It My Way. Heute Nacht ohne Lied. Heute Nacht ohne Lied. Gut. Ja. Sehr schön. Auch was in dieser. Nee, hat mir gut gefallen. Also, ich hoffe, Thomas Gottschalk sieht uns und die Sendung nimmt einen Riesenaufschwung durch die neuen Saalwetten. Das ist ein Riesenaufschwung. Also, mir ist das ziemlich wurscht, ob Thomas Gottschalk und Hauptsache, die Leute sehen uns. Ja. Ja. Und sind weiter so begeistert. Ja. Wie hier drin. Wie hier drin. Gut. Sehr begeistert sind die Leute über einen ganz neuen Werbeträger. In der Spielzeugindustrie, da wird es einen wahnsinnigen Aufschwung geben. Man wirbt mit einem neuen Mann. Meine Damen und Herren, Sie kennen Jürgen Schneider, Dr. Jürgen Schneider, wer ihn nicht kennt, also teilweise halt nur flüchtig kennt, weiß, dass dieser Mann für eine große Millionensumme gerade zu stehen hat irgendwann mal. Und das hat sich auch die Spielzeugindustrie zunutze gemacht. Und sie wirbt jetzt mit ihm für Monopoly. Jetzt, ich weiß, dass man dazu nicht viel sagen kann, das spricht alles für sich. Aber ich frage jetzt mal hier in die Runde, wer könnte noch für was Werbung machen? Also Karl könnte für blinde Kuh. Ach, nicht immer. Ach, und Rudi, Rudi für stille Post. Mike Krüger könnte für so ein neues Gesellschaftsspiel, haben Sie heute schon gekotzt? Aber nachher vertragt ihr uns wieder. Wir vertragen uns dann wieder. Ja. So. Sehe ich nicht so. Sehe ich überhaupt nicht, nein. Gabi, sag du mir doch mal was. Du bist immer so was, hast du was Schlichterndes? Das war schlecht. Das war letztes Mal, das hat mir noch keiner gesagt. Nein? Ja, also ich meine, dieser Schneider, da ist ja auch ein Pfiffig-Kerzen. Ich habe aber gehört, dass in diesem Monopoly-Spiel auch jetzt Flammen neue Ereigniskarten gibt. Da gibt es ja immer so Karten, ne? Und da steht beispielsweise drin, Sie sind Baulöwe des Jahres, Sie kriegen einen Milliardenkredit, obwohl Sie als Sicherheit nur Ihre besoffene Alte vorgelegt haben, ne? Oder hier, Sie haben auf der Schlossallee eine Bank beschissen. Schmeißen Sie Ihr Toupet weg und flüchten Sie nach Florida. Nee? Ja, ist neu. Also Gabi, das mit der versoffenen Alten, das, da muss ich, ich finde, auch die weibliche Leber hat ein Recht auf den Rausch. Das sag ich doch. Vorschläge noch für den schwarzen Peter wirbt der Gauweiler, der Papst für die Reise nach Jerusalem oder für diese Dinger, die man überstülpt, wo man dann das macht, wo man neuerdings jetzt eine Ritterrüstung dann dazu braucht. Siehst du, wovon du sprichst? Und der Jörg Haider für 10 kleine Negerlein und der Blüm, der Kleine als Testfahrer bei Matchbox. Also wenn Verbrecher Werbung machen für Spiele, dann könnte dieser Heidemörder könnte doch Werbung machen für Stadtland Fluss, könnte er machen. Apropos, ich habe gelesen, dass er ist doch geflohen damals und hat seine Physiotherapeutin ihm geholfen. Und jetzt wollen die heiraten. Ja, und er hat schon für die Hochzeitsreise hat er schon in einem Hotel in Venedig ein Einzelzimmer gebucht. Ja, denk mal eben nach. Karl, wenn wir schon von Verbrechen sprechen, wofür könntest du Werbung machen?
Also eine Frechheit. Ich bin im Moment bei der Glatteis, weil wir das Glatteisproblem haben, nicht mehr das Laubproblem. Schön. Würde ich für Barbara Streusand. Wir werden gleich uns darüber unterhalten, dass es in einem Bundesland eine ganz neue Art der Agrikulturenförderung gibt. Wir kommen dann nach Schleswig-Holstein und ein Sachverständiger daran ist Mike Krüger, er lebt dort selbst. Ich freue mich auf gleich. Ja, 7 Tage, 7 Köpfe beschäftigen sich mit einem Thema Landwirtschaft, meine Damen und Herren. Landwirtschaft wichtig, da wird das Getreide ausgesät, irgendwann im Herbst wird geerntet und wir kommen zu Brot. Schleswig-Holstein, ein wunderbares Land, hat jetzt eine ganz neue Aufgabe sich vorgenommen. Es wird dort Hanf angebaut. Aus Hanf wird bekanntlich Seile gemacht. In diesem Fall ist es nicht so, sondern es wird daraus Haschisch gewonnen. Etwas was ganz Haschisch. Gesundheit. Man merkt, Rudi ist nicht von hier. Und in Holland haben Sie ja von Haschisch auch noch nie etwas gehört. Nee, nein, noch nie. Unser nördlichstes Bundesland plant also den Anbau von Pflanzen, aus denen Drogen gewonnen werden. Mike Krüger, du wohnst dort, du kennst Schleswig-Holstein. Sag mir doch, warum macht ihr das? Wohl wahr, liebe Zuschauer, Sie wissen, ich lebe in Quickborn. Und Schleswig-Holstein hat eine lange Tradition im Drogenanbau. Das ist für uns nichts Neues. Das ist jetzt nur gerade in die Zeitung gekommen, weil immer eben, wie gesagt, oft haben die keine Themen und dann wird sowas geschrieben. Drogenanbau in Schleswig-Holstein, nichts Neues. Zum Beispiel an der Nordsee, Haschisch-Hoge, ja, oder das berühmte Koksgärtchen in Kampen auf Sylt. Oder an der Ostsee, Dope 2000. Aber auch in den Sprachgebrauch ist das natürlich eingegangen. Diese Fixersprache zum Beispiel, du Dösbattle, ja, oder Mensch, das ist aber Shit. Also, das ist in Schleswig-Holstein überhaupt nichts ist Neues. Schön, ja. Aber wenn ich deine Ministerpräsidentin sehe, die Frau Simonis, so in Talkshows, so, ich möchte mal ihren Kräutergarten sehen. Ja. Ja. Die ist immer voll angeturnt. Immer. Heide Cannabis. Ja. Ja. Ich denke mal, wenn ich mal was sagen darf. Ja, Karl! Dass dieses Problem ein staatliches Problem ist. Die wollen das besteuern. Denn die haben ja die Nikotinsucht, Spielsucht, Alkoholsucht, Benzinsucht wird besteuert. Bloß mit diesen Drogen noch nicht. Und das wollen sie legalisieren, sodass sie denn da Weigel sein Millionenloch stopfen kann. Oh, ja, 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 ja. Oder Karl, heute seriös. Schön, Karl. Die letzte Steuer wäre dann die Beischlafsteuer, dass die Bewegungsmelder am Bett. Wie hast du das schon wieder gemacht? Entschuldige mal bitte. Karl ist noch nicht fertig, wenn es um Beischlaf geht. Nein, nein, nein. Es ist doch wichtig, wenn auch so einer wie ich mal ein Anliegen hat. Ja. Karl, bitte. Karl, wenn du ein Anliegen hast, warum brauchst du noch einen Bewegungsmelder? Und was sagst du zu Hasch, lieber Günther? Ja, Schleswig-Holstein. Ich meine, unsere Regierung ist sehr, sehr konsequent. Ausstieg aus der Atomenergie, man bleibt beim Kohlekraftwerk. Warum jetzt nicht auch Koks? Man bleibt dabei. Und warum immer ein traditionelles Grünkohl- oder Braunkohlessen zum traditionellen Cannabisessen lädt die Freiwillige Feuerwehr? Das ist alles gut durchdacht und ich habe da gute Zukunftsaussichten. Schön. Ja. Loyaler Bruder. Klasse, weißt du, der Witz ist ja auch, wenn man sich das jetzt mal zu Ende, verstehst du, ja, da hängt sich dann auch noch die Industrie an. Ne? Und dann gibt es demnächst in den Supermärkten, gibt es dann Jakobs Dröhnung. Ne? Oder eine leckere Tafel Kiefersport. Ne? Oder Doblo. Die einen nennen es den Joint und für die anderen ist es der wahrscheinlich längste Schornstein der Welt. Ja. Kommt auch noch. Zu meiner Rechten? Ja, ich hatte einen Traum. Ich bin in München mitten auf der Theresienwiese gesessen und eine Stimme hat zu mir gesprochen. Es ist wieder soweit. Das Oktoberfest beginnt. Viele tausend Münchner freuen sich auf das bunte Treiben. Der Aufbau der Haschzelte ist beendet. Schon von Weitem hört man die Blaskapellen.
In München steht ein Kiffbräuhaus. Das Kiffsteiner Lied. Spritzen, Liesel, der bayerische Inhaliermarsch. Kiff, Kiff, Brüderlein, Kiff. Jetzt schnupf mal nur ein Frieser kurz. Kommt noch zum Schluss dazu, das war dann, es gibt kein Koks auf Hawaii. Und die lustige bayerische Rundfunkwerbung hat gespielt und der Sedlmeier hat gesagt, unsere Anbauflächen sind noch frei von Düngemitteln und Pestiziden. Roter Libanese, einfach weil's schmeckt. Hasch, meine Damen und Herren, soll das Gramm 20 Mark kosten. Ein Gramm Gras, ne, muss ich mal vorstellen. 20 Mark. Ja, ist doch Quatsch, Joch, jetzt reg dich auf, aus dem Alter bist du sowieso raus, ist doch ja. Was denn, wo ich 20 Mark für Gras ausgegeben habe? Ja. Bin ich eine Kuh? Nein, wir Deutschen müssen sparen. Wir Deutschen müssen erheblich sparen und die meisten Deutschen haben auch bereits damit angefangen. Ein Thema dieser Woche, worauf ich hinweisen möchte. 77% der Deutschen sparen, wenn sie sparen, an der Kleidung. Man kann also sagen, fast 80% der Deutschen ziehen weniger an. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Also das Erste, woran ich spare, ist wirklich, wenn ich spare, an der Kleidung. Ja, ja, das sieht man. Ich mach da nicht mit. Ich habe für jeden Tag im Monat eine Jacke. Und das ist sie. Ja. Ja. Wenn wir in Deutschland sparen, dann wird als erstes der Zweitwagen gestrichen. Der Zweitwagen? In welcher Farbe denn? Sparst du denn auch? Ich spare immer, indem ich beim Sex das Licht ausmache. Bringt das was bei einmal im Jahr? Jürgen, bitte mal, Günther. Günther, warum sagst du? Ja. Ach, weil der Möllemann gesessen hat, ist ja klar. Nee, nee, ist klar. Mike spart an seiner Jacke. Wie ist das mit dir und Jacken? Das hat mir die Tränen wirklich in die Augen getrieben. Ihr kennt meinen sozialen Touch. Ich handle nach dem Vorsatz, wenn ich zwei Jacken habe und der andere hat nur eine, gebe ich ihm eine ab, damit er auch zwei hat. Und bei Mike habe ich es jetzt gesehen im Hotel. Mike ist sehr sparsam, was Kleidung angeht. Also eine Badehose kann man nicht sagen. Es war also eigentlich mehr so wie ein Schnürsenkel. Ja, ganz wenig. Und dann ist er noch aus dem Schwimmbad im Hotel rausgeflogen. Ja, er hat die Badehose auch noch verkehrt an. Ja. Ja, Karl, er hatte sie in der Hand. Er hatte sie in der Hand. Und man muss sparen. Wir haben vorhin ja uns unterhalten, man muss auf allen Sektoren sparen, in allen Bereichen. Das fängt bei mir an mit dem Alkohol. Ich trinke zum Beispiel, das ist ein ganz kleiner Trick, ich trinke Bier, kippe ich mir in ein Schnapsglas und den Schnaps dann ins Bierglas. Damit fährt man gut und spart. Ja, ich habe auch so eine Art drauf zu sparen, indem ich mir einen Anzug mit zwei Hosen kaufe. Ja, aber das mache ich nie wieder. Ich schwitze mich zu Tode. Ja. Ich glaube, dass ich das 77% der Leute da an Kleidung sparen. Ich weiß nicht. Also ich denke, die sparen am guten Geschmack. Nee, da muss man einfach mal so sehen. Ich meine, man muss auch mal dabei sagen, dass trotz zwei Weltkriege hier deutschlandmäßig, ja, gehen die Deutschen mit ungebrochenem Hang immer noch urlaubsmäßig in kurzen Hosen. Das muss man sich auch mal vor Augen führen. Und hey, hey, der Jochen Busse, hey. Ja, was Sie hier sehen, ist oben Armani und unten Aldi-Tüten. Was sind Aldi-Tüten?
All die Tüten, verstehst du? Ich wusste gar nicht, dass Herr Job all die Tüten. Damit ist dieses Thema wirklich erschöpfend behandelt. Ich komme zu etwas Ernstem. Wir müssen auch mal in dieser Sendung zu etwas Ernstem kommen. Meine Damen und Herren, wir feiern in dieser Woche 25 Jahre gegen den Hunger. Kampf gegen den Hunger in Deutschland. Und das ein Vierteljahrhundert lang. Ich sage es Ihnen, wie wir das machen. Wir haben 25 Jahre McDonald's. Nun frage ich dich, was ist denn so schlimm daran? 25 Jahre McDonald's. Obwohl Gottschalk und Heino schon dafür Fernsehwerbung gemacht haben. Das finde ich erstaunlich. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der McDonald's in Holland zum Beispiel ganz schlecht läuft. Warum? Warum? Weil in diese Drive-In-Spur passen ja keine Wohnwagen. Ja, der Holländer isst auch höchstens mal einen Cheeseburger, aber ohne Fleisch, mit ganz viel Mayo. Ja. Mike, es ist auch so, es ist ja auch paradox, wenn Holländer einen Tilsiter aus dem Rock vorzieht. Ja. Nicht, die müssen, ich war in Hamburg. Ja, der, gut. Der war schwer. Ne? Schön also, abgebremst. Aus dem Stegreif, Karl. Ja. Aber gut einfach, abgebremst. Ja, weiter. Ja, wir waren ja in Hamburg, wir kommen ja großteilig aus Hamburg. Da war ich auch bei einem McDonald's. Ich sag zum Chef, ich habe schon mal besser gegessen. Ja, sagt aber nicht bei uns. Und dann, wir haben ja Kontakt zu allen Leuten in Hamburg, zur hohen Politik. Gerade Hamburg und vor den Wahlen. Ich sage zu einem Senator, wissen Sie was, Herr Senator, wenn Sie mal nicht mehr Senator hier in Hamburg sein sollten, Sie könnten immer noch bei McDonald's anfangen. Oder wieso das denn? Ich sage, da können Sie auch wieder Hamburger einwickeln. Habe ich gesagt. Also weg vom Futtern, hin zu was Geistigem. Bei einer Tagung des Deutschen Instituts für Sprache in Mannheim wurde von einem Psychologen herausgefunden, zwei von drei Sätzen, die wir täglich von uns geben, sind gelogen, meine Damen und Herren. Das ist so. Was wir von uns geben, was wir sagen, ist teilweise überhaupt nicht wahr. Wenn ich zum Beispiel sage, Rudi, wie geht's dir? Dann sage ich, gut. Ja, schon falsch, ne? Aber so, dann sage ich, Rudi, du siehst fabelhaft aus. Jetzt haben wir drei Sätze, was davon war gelogen? Tja, ja, Jochen, das stimmt. Na, das wird ja überall gelogen und es gibt ja auch du Lügen. Du bist nicht frei davon. Es gibt ja Lügen, die werden immer wieder gebraucht. Genau. Also die bekanntesten Lügen sind ja, der Scheck ist unterwegs. Ja. Oder, guten Tag, ich bin von der Regierung und ich möchte Ihnen helfen. Oder wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Jochen, Mensch, du siehst keinen Tag älter aus als 40. Ne? Oder ja, bei der Polizeikontrolle die häufigste Lüge natürlich, ich hatte zwei Glas Bier. Ja. Ja, und Lügendetektoren helfen da auch nicht. Ich weiß, wovon ich rede, ich bin mit einem verheiratet. Also von daher. Aber Nummer eins, ganz vom Thema weg. Ich habe letzten Mittwoch mit Claudia Schiffer geschlafen. Das glaub ich dir nicht. Stimmt, das war am Dienstag. Ich meine, hier in der Zeitung wird doch auch gelogen. Ne? Hier steht, dass eine Frau in London beim Pferderennen 2000 Pfund verloren hat. Was? 2000 Pfund? So dick ist doch keine Frau, Mensch! Aber Karl neigt auch zu Übertreibung. Er macht ja nie Urlaub. Aber jetzt saßen wir mal in stiller Stunde zusammen. Sagt er, im letzten Jahr habe ich mir das abgezwackt. Ich war in Amerika. Ich sag, weißt du was, wir machen jetzt mal um einen Huni eine Wette, wer besser lügen kann. Karl sagt, ich bin in diesem Amerika-Urlaub die Niagara-Fälle hochgerudert. Ich sag, Karl, ich habe es genau beobachtet. Schon hatte ich einen Hund. Ja! So lügen wir uns an. Ja, ja. Ja, was soll man sprechen hier in dieser Runde? Wahrheit, ich sage nur eins, ich traue keinem Mann über 30, weil mindestens 15 cm die Loren sind. Ne? Aber ich meine.
Ich habe auch mal heute hier ein Zitat mitgebracht. Auch in Zeitungen wird ja gelogen, muss man ja dabei sein. Zum Beispiel die FAZ-Schlagzeile hier, ja, schreibt wie folgt: Dioxine, Doppelpunkt. Leverkusener Firma von Weltruf in die Affäre verstrickt. Das ist doch gelogen. Ja? Man sagt nicht Leverkusener Firma von Weltruf. Man sagt eine große Bande von Arschlöchern. Sind die Momente, wo ein Aspirin schon ganz gut wäre. Ich habe gestern auch einen Satz mit 7 Worten und 3 Lügen gelesen. Ehrlicher Pole mit eigenem Auto sucht Arbeit. Der ist rassistisch, cool. Ja. Das ist ja jetzt peinlich. Ne? Ja. Ja, aber du hast gesagt, man darf alles machen, Hauptsache es kommt an. Ja, ist dir gelungen. Okay, gehen wir weiter. Und noch was Schönes hier. Ich habe was Wunderbares in Südafrika, gleich um die Ecke. Da, das ist jetzt keine Lüge, was ich erzähle. Da hat ein Mann seinen eigenen Tod vorgespielt. Das heißt also, er hat sich beerdigen lassen, beziehungsweise aufbahren und hat am offenen Sarg vernommen, was die Leute alles so über ihn gesagt haben. Und das ist dann später geahndet worden wegen Vorspiegel und falscher Tatsachen. Das ist aber nicht unser Thema. Unser Thema ist, was könntet ihr euch an Nachrufen, an Nekrologen oder an Leichenreden vorstellen? Mike, wenn du zum Beispiel, hast du ein feierliches Gesicht. Ja, also für Karl hätte ich zum Beispiel, hier ruht der Mann, der nach seiner Haarfrisur benannt wurde. Hier liegt Karl. Oder für Rudi hätte ich natürlich, wir danken den Totengräbern für die vielen Überstunden, die sie gemacht haben, um den alten Holländer dort beerdigen zu können, wo er sich immer am liebsten und am wohlsten gefühlt hat, in seinem Wohnwagen. Irgendwann schlagen die Niederlande fürchterlich zurück, habe ich den Eindruck. Bei Gabi würde ich sagen, es ist fürchterlich ohne sie. Es ist fast so, als wäre sie noch hier. Aber wenn ich mal sterbe, da wird an meinem Haus eine Tafel angebracht. Ja, was steht da drauf? Tafel an deinem Haus? Ja. Da weiß ich schon, was da drauf steht. Ne? Geschmackloses gelbes Haus billig abzugeben. Noch gewohnt. Ich finde, Jochen ist bis jetzt sehr gut weggekommen. Ich denke mir, dass ich auch mal am Grabe stehe und sage, hier liegt kein Pole, liegt kein Russe. Hier liegt und schweigt jetzt Jochen Busse. Sagen, er war die eigenen Witze leid, drum ruht hier Günther Willowald. Ich muss noch an Karl, ganz kurz. Hier liegt der Karl, ist ausgerutscht, das Glatteis hat ihn hingeflutscht. Und Rudi noch, einmal noch. Und da liegt Rudi still und taub, zugedeckt mit Karlchens Laub. Das war einfach. Das ist auch Schluss mit dem Laub. Ich weiß nicht, also ich muss ja noch mal kurz anschließen. Dauert immer lang, bis man dazwischen kommt. Also Mike, ich hätte mir jetzt diesen Nachruf, hätte ich mir also netter vorgestellt. Ne? Man hätte auch sagen können, so in netter Erinnerung, Gabi war eine dicke Freundin von mir. Ne? Komik ist schwer, bei Gabi stimmte das auch. Oder was weiß ich hier? Ich trage Gabi in meinem Herzen immer noch. Ne, dafür habe ich eure Bandscheibe schade. Hättest du mal viel so beleidigt? Ha? Also ich, ich möchte keine Rede halten, aber ich möchte so sterben wie mein Opa. Mein Opa ist im Schlaf gestorben. Oh Gott, dann hätte er es ja gar nicht gemerkt.
Karl, ich mein, was machst du in 5 Jahren, wenn du 80 bist? Was machst du? Dann besuche ich wöchentlich dein Grab. Und was machst du da? Laub wegfegen. Lisa, was haben wir schön Leiche? Ja, mein erstes Mal hat für mich keiner eine Grabrede gesprochen. Das ist mir aufgefallen. Zweitens möchte ich sagen, ich wäre sehr vorsichtig mit solchen Gespinsten und solchen Visionen vom Tod. Ich habe mich also sehr intensiv mit Okkultismus befasst, Geisterbeschwörung. Ich hatte zwei Helfer aus dem Jenseits und einen Schutzgeist namens Astor. Der hat mir dann in die Hand diktiert, aber ich habe dann aufgehört, wie ich meine Banküberweisungen mit Roy Black unterschrieben habe. Ja, meine Damen und Herren. Ja. Ich darf Ihnen sagen, wir werden jetzt nicht mehr über Tod reden, aber eine riesig lebendige Überraschung in unserer Rubrik Mitbringsel hat gleich Rudi für uns und dazu sehen wir uns gleich wieder. Tage! Sieben Köpfe. Sie wissen, meine Damen und Herren, man immer Mitbringsel. Ich habe heute auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich habe einen herzlichen Glückwunsch für meinen Freund Helmut Fischer mitgebracht. Der Mann Monaco Franze wird heute 70 Jahre. Riesenapplaus. Und dann, Dankeschön, geht's gleich weiter. Ein besonderes Mitbringsel hat Rudi dabei. Ja, genau, weil ich kann noch so viele Gags machen über Holländer mit Wohnwagen. Ich habe mich vorige Woche gerecht. Ist da total voller Blätter gewesen da und so weiter. Und ich werde dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. Mike, du kriegst von mir geschenkt ein Regenschirm. Ja, zodat du immer beschützt bist. Weißt du? Ja, bitte sehr. Danke dir. Okay. Karl, kannst du mal eben Schnee schieben? Und das ist für uns die Vorfreude auf Weihnachten, meine Damen und Herren. White Christmas für Mike Krüger. Und wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Und wenn Sie jetzt noch sich weiter beömmeln wollen, gleich gibt's